Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein kleines Shop-Update-Video für euch. Eigentlich wollte ich das gerne alles zusammenfassen, also in so ein paar Wochen kann ich ja schon mal spoilern, wird es auch nochmal ein Shop-Update geben mit richtig coolen Sachen, wie ich finde. Wie gesagt, eigentlich wollte ich das in ein Video zusammenpacken, habe mich aber dann doch entschieden, es zu trennen, einfach damit die einzelnen Videos nicht ganz so lange werden. Und zwar das erste Produkt, also den Kreativplaner, den habe ich euch ja schon gezeigt. Auf jeden Fall passend zu dem Cover gibt es jetzt auch Memo-Blöcke. Ich finde es einfach so niedlich. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Und das zweite, was neu im Shop sind, sind Emoji-Sticker. Da bin ich auch so happy drüber. Und zwar ist das ein größerer Sticker-Pack. Diesmal, normalerweise sind immer 5 Sheets, also 5 so Sticker-Sheets bei mir in den Sticker-Paketen drin. Und diesmal sind es 11 Sheets. Und zwar sind das diese Motive. Ich habe hier einmal den, also das ist mein absoluter Liebling mit den Herzen, hatte ich ja schon mal gesagt, genauso wie der da einfach so lacht und vor Lachen weinen muss. Dann habe ich den finde ich auch total süß. Dann diesen hier, einen ganz normalen Drachen-Smiley, war mir auch wichtig, mal sowas Neutrales zu haben sozusagen. Der mit der Sonnenbrille, dann ein wütender Panda, ein erschrockener Panda, ein toter Panda, wenn man das so interpretieren will oder halt, ja, überarbeitet. Kann man ja für sehr viele Dinge benutzen. Ein kleines Teufelchen. Und ein weinender Panda. Ich hoffe, euch gefallen die Motive genauso sehr. Also die Sticker sind alle so aufgebaut, dass ihr hier die kleinen Sticker habt und halt auch noch größere. Und ich finde, die kann man für so viele Zwecke benutzen. Die kann man vor allen Dingen ziemlich gut für Scrapbooking benutzen, habe ich mir gedacht. Also wenn man Fotos einklebt, hat man ja auch immer gewisse Emotionen zum Foto sozusagen und die lassen sich natürlich super mit diesen Stickern ausdrücken. Also ich kann mir zum Beispiel den Sticker besonders gut vorstellen oder auch diesen hier bei Scrapbooking jetzt insbesondere. Wo ich sie mir aber auch sehr gut vorstellen kann, ist im Planer. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie man den Planer gestaltet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Termine hat, wo man ein bisschen Bammel hat, kann man ja zum Beispiel diesen Sticker hier dazu kleben. Oder wenn man irgendwie einen Termin hat, wo man sich sehr drauf freut, Kaffee mit der Freundin trinken oder sowas, kann man ja zum Beispiel den Smiley dazu kleben. Also es sind wirklich eine Menge Anwendungszwecke. Man kann das natürlich auch trotzdem noch für Resin benutzen, wenn das irgendwie jemand ins Gießharz gießen will oder so. Ich sage es immer wieder zu den Stickern dazu, das sind Papiersticker. Also das heißt, wenn ihr das Ganze wirklich ins Resin gießen wollt, ich kann ja mal hier so einen Sticker abmachen, wenn ihr das Ganze wirklich ins Resin gießen wollt, müsst ihr die Sticker erst noch versiegeln. Ich mache das immer so, dass ich die einlaminiere und dann ausschneide und dann erst ins Resin gieße. Das funktioniert prima. Das nächste Produkt, was neu im Shop sind, sind Sprüche-Sticker. Ich muss zugeben, ich bin wirklich nicht sicher, wie gut oder wie schlecht das bei euch ankommt. Ich habe die Sticker, ehrlich gesagt, einfach nur für mich selbst gemacht. Ich wollte das nämlich gerne für mich selbst unbedingt haben. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, naja, bevor ich den Aufwand wirklich nur für mich alleine mache, mache ich einfach mal ein paar für euch oder beziehungsweise für den Shop auch mit und schaue einfach mal, wie die Resonanz darauf so ist. Und zwar, also wie alle Stickerpackungen, bekommt ihr das doppelt. Ich habe erst überlegt, ob ich hier andere Sprüche drauf machen soll, aber damit man eben ja sich überwinden kann, sozusagen überhaupt was zu benutzen. Ich finde es eigentlich immer ganz praktisch, wenn man die Sachen doppelt drin hat. Und zwar ist das, wie ich auch schon bei dem Kreativplaner erklärt habe, das ist quasi mein Brush Lettering, meine eigene Brush Lettering Handschrift, die ich umgewandelt habe in eine Schriftart. Und daraus sind dann hier diese, ja, Sätze, Sentiments, was auch immer entstanden. Einfach das, was mir so in den Kopf gekommen ist, was ich gerne benutzen möchte. Mein Hauptfokus lag hierbei auf Art Journaling oder beziehungsweise Mixed Media, so Tags oder sowas. Da lag mein Hauptfokus drauf, als ich das gemacht habe. Man kann es auch ein bisschen für Karten benutzen. Ja, aber hauptsächlich, wie gesagt, so Art Journaling. Ich zeige euch am Ende auch gleich noch ein paar Beispiele, wie das Ganze angewendet aussieht. Und dann könnt ihr euch ja vielleicht noch mal ein bisschen ein besseres Bild machen, was ich mir so zu den Stickern gedacht habe. Und dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die eigentlich nicht mehr wirklich neu sind, sondern die sind schon seit Sommer im Shop, aber ich habe nie dazu ein Shop-Update-Video gedreht und das nie so wirklich auf YouTube geteilt und gezeigt. Deswegen dachte ich mir einfach, ich zeige das euch heute mal. Und zwar sind das zum einen
Digi-Stamps, die habe ich jetzt neu eingeführt, einfach als Überbrückung, falls das mal irgendwann klappt mit meinen eigenen Stempeln. Zur Überbrückung, ich weiß, viele von euch nutzen auch Digi-Stamps und das ist eine sehr praktische Sache, vor allem, wenn man das wirklich frei skalieren kann, in der Größe, die man gerne haben möchte, und dann kann man sich das Ganze einfach ausdrucken. Das ist jetzt ganz normales Papier, wo ich mir das Ganze ausgedruckt und mit meinem Plotter dann ausgeschnitten habe. Und es geht ja eigentlich ziemlich einfach, sowas umzusetzen, wenn man einen Plotter hat. Man kann das natürlich auch auf verschiedenem Papier ausdrucken, also zum Beispiel Aquarellpapier oder sowas. Das ist jetzt ganz normales Papier. Ihr müsst halt bedenken, wenn ihr zum Beispiel Alkoholmarker benutzt, würde ich euch einen Laserdrucker empfehlen. Dann verschmieren euch auch die Outlines nicht. Leider habe ich keinen Laserdrucker, sehr schade. Und auch eine Sache, die man mit Digi-Stamps super machen kann, wie ich finde, auch mit einem blöden Drucker, so wie meiner, ist No-Line-Coloring. Also das heißt, wenn man das so koloriert, als hätte das keine Outlines. Also so mal als Beispiel, da kriegt ihr schon eine kleine Preview, was hoffentlich bald kommen wird. No-Line-Coloring habe ich auch mit diesem Motiv gemacht. Also das heißt, die Outlines habe ich mir einfach in einem ganz, ganz hellen Grauton hier auf dem Aquarellpapier ausgedruckt. Und wie man sieht von den Outlines gar nichts mehr. Wie gesagt, es liegt daran, dass die Outlines in sehr hell gedruckt wurden, also sehr hellgrau, aber trotzdem natürlich noch so, dass man die Lines erkennen kann. Und dann habe ich einfach mit meinen SICK Aquarellstiften drumrum gemalt oder an den Outlines entlang gemalt. Und ich finde den Effekt wirklich so cool. Sieht wirklich so aus, als hätte man das so quasi selbst gezeichnet. Ich mag den Effekt einfach sehr gerne. Also das kann man super mit den Digi-Stamps umsetzen. Und was ihr auch noch bei meinen Digi-Stamps mit dabei habt, ist die kolorierte Version. Also das heißt, die Version, die ihr auch auf den Stickern seht zum Beispiel, die ist auch, wenn ihr den Digi-Stamp von mir kauft, die ist auch mit dabei. Und einfach aus dem Grund, dass ihr euch auch selber Sticker zum Beispiel drucken könnt, indem ihr die Motive einfach auf Etikettenpapier ausdruckt und dann entweder plotten lasst, oder ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keinen Plotter habt, die Motive dann von Hand ausschneiden. Dann habt ihr quasi euch eure eigenen Sticker gemacht. Denke ich, ist eine ganz coole Sache. Also da einfach mal schauen, ob ein Motiv für euch dabei ist. Also es sind auch die Arktis-Motive drin, es sind die Meerestierchen-Motive drin. Da haben mich auch immer mal wieder welche gefragt, ob es dazu wieder Sticker geben wird. Aber eigentlich ist diese Kollektion ausgelaufen, deswegen möchte ich dazu keine Sticker mehr produzieren. Aber wie gesagt, als Digi-Stamp kriegt ihr das Motiv noch. Und die Meine kleine Farm-Kollektion, die gibt's natürlich auch. Und wenn dann nochmal eine neue Kollektion kommt, dann wird's die natürlich auch nochmal als Digi-Stamps geben. Und dann habe ich noch eine ganze Menge neue Schablonen im Shop. Wie gesagt, die Schablonen sind eigentlich schon seit Sommer in meinem Davanda-Shop verfügbar. Ich habe aber nie ein offizielles Video dazu gemacht. Aus den Livestreams kennt man die Schablonen vielleicht. Und zwar habe ich hier einmal diese Rosenschablone, die ich auch unheimlich schön finde. Also bin ich wirklich ganz verliebt drin. Und ich habe diesmal auch darauf geachtet, bei den Schablonen den so, ja, spezifische Ränder zu geben. Also das heißt so, dass das nicht wirklich langweilig gerade ist, sondern so, dass man die Kanten auch nochmal benutzen kann, entweder für Schablonen oder als Vorlagen, zum Beispiel für ein Scrapbook stelle ich mir diese Kante richtig schön vor, wenn man sich das einfach mit einem Bleistift abzeichnet und dann da entlang schneidet. Ist natürlich ein höherer Aufwand, aber kann ich mir richtig gut vorstellen. Zum Beispiel jetzt als Nutzung, dann habe ich hier die Sterne. Ich glaube, das ist meine absolute Lieblingsschablone von allen. Auch wenn es die simpelste ist, aber ich finde die so toll. Vor allem, weil die so vielseitig einsetzbar ist. Auch mit dem Wolkenrand zeige ich euch gleich noch, was ich mir dazu gedacht habe. Ich finde die auf jeden Fall richtig toll. Dann auch bin ich so froh, dass ich das endlich umgesetzt habe, ist eine eine Buchstabenschablone. Wollte ich auch schon immer mal haben. Also wie gesagt, bei mir ist das halt so, ich mache die Sachen in erster Linie für mich selbst, weil ich es einfach für mich selbst gerne hätte. Und es ist einfach, ja, nicht viel mehr Aufwand für mich, das dann auch noch im Shop anzubieten. Also ich hoffe, die Schablonen gefallen euch. Auch hier mit so einem Scallop-Rand. Dann habe ich die Zahlenschablone in genau demselben Stil im Prinzip wie auch bei den Buchstaben. Und hier ein kleinerer Halbkreisrand. Dann auch etwas, wo ich richtig stolz drauf bin und ich hoffe, es kommt bei euch an. Und zwar ist das meine erste Layering-Schablone. Also eine Schablone oder zwei Schablonen, die man schichten kann, die man layern kann. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das einfach mal.
Und zwar sind in dem Set zwei Schablonen drin, die man entweder zusammen benutzen kann oder natürlich auch einzeln. Also das hier sind jetzt meine Exemplare, deswegen nicht wundern, wenn die ein bisschen dreckig sind. Auf jeden Fall sind die so designt, dass die aufeinander passen. Also ihr könnt das hier am Rand, der ist ja ziemlich spezifisch, da könnt ihr das ziemlich leicht erkennen, wie man die Schablonen aufeinander legt. Und wie ihr seht, überschneiden die sich halt so ein bisschen. Und dadurch könnt ihr mit zwei verschiedenen Farben zum Beispiel einen ziemlich coolen Effekt erzielen. Also ich habe euch das mal hier schon vorbereitet. Da habe ich einfach mit Distress Ink in zwei verschiedenen Farben das Ganze aufgetragen. Also die hellere Farbe, das ist diese große Fleckenschablone sozusagen, und die dunklere Farbe, das ist dann diese Schablone hier. Wie gesagt, kann man natürlich auch einzeln benutzen, sieht auch einzeln wie ein Tiermuster aus. Also das ist so leopardenmäßig, giraffenmäßig inspiriert, würde ich mal zusammenfassen. Hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, die Schablone zu designen. Dann habe ich hier noch so eine Blätterschablone, die hatte ich eigentlich letztes Jahr schon mal gezeigt, wo ich mir die erstellt habe, habe die aber nie in den Shop gestellt. Und jetzt ist die eben auch im Shop verfügbar. Auch ein richtig schönes Muster, sehr vielseitig einsetzbar, wie ich finde. Dann haben wir hier so eine Fleckenschablone, wo ich sagen muss, mich erinnert das total an Wasser. Ich glaube, Fleckenteppich habe ich es in meinem Lavanda-Shop genannt. Auch ein richtig schönes Muster, sehr filigran auch. Mag ich auch unheimlich gern. Und dann schließlich das noch, ein kleines Zebramuster, dachte ich mir, wenn ich schon die Tiermuster mache oder die Tierflecken, darf natürlich das Zebramuster auch nicht fehlen. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass man das ziemlich gut für Holz benutzen kann, also so eine Holztextur. Deswegen, ja, finde ich sehr cool, dass die Schablone auf die Art so vielseitig einsetzbar ist. Ja, das sind also die neuen Schablonen, die im Shop sind. Also ihr seht, es sind wirklich einige neue dazugekommen. Ja, und ansonsten habe ich noch ein bisschen aufgestockt. Also mein Abenteuer Arktis Papier ist wieder verfügbar. Da habe ich ein bisschen was aufgestockt. Und ich habe auch endlich wieder die Abenteuer Arktis Sticker in meinem Shop, also die großen. Die waren ja sehr lange ausverkauft, lag darin, dass ja ich Probleme mit dem Druck hatte und die einfach immer als Fehldruck bei mir angekommen sind. Ich bin jetzt aber endlich froh, dass ich die Sticker jetzt wieder im Shop habe. Ich habe nicht viele, aber ein paar sind jetzt auf jeden Fall wieder erstmal im Shop. Und zum Schluss wollte ich euch hier noch ein paar Beispiele zeigen zu den Stickern, zu den Schablonen und so weiter, wie das Ganze angewendet aussieht, was ich da einfach so dazu bisher gemacht habe. Ich fange jetzt einfach mal mit den Stickern an. Und zwar bin ich nämlich mein Art Journal durchgegangen und da war ich ja mit manchen Seiten nicht so ganz zufrieden. Und ich fand die Sticker einfach perfekt, um den Seiten ja nochmal so den letzten Schliff zu geben. Und mir hat es damit einfach tatsächlich wirklich besser gefallen. Deswegen zeige ich euch das mal gerade. Ich muss dazu sagen, die Sticker, die hier jetzt reingeklebt sind, das sind alles Prototypen. Das heißt, die Qualität ist nicht ganz so gut, wenn man das jetzt mal vergleicht. Ich weiß nicht, ob man es wirklich in der Kamera sieht, aber die Qualität von den Stickern, die im Shop sind, sind tatsächlich besser. Tut der Sache aber natürlich keinen Abbruch. Und zwar habe ich einmal diese Seite hier. Das war eine meiner ersten Art Journal Seiten überhaupt. Und zum Nachhinein ist die einfach zu dunkel, zu... Ich weiß nicht, so im Nachhinein gefällt sie mir halt nicht ganz so gut. Aber trotzdem, Kreativität fängt im Kopf an. Es ist ja egal, es hat auf jeden Fall unheimlich Spaß gemacht, die Seite zu gestalten. Ich finde, der Satz passt einfach dazu. Und wie gesagt, ich finde generell diese Sticker, für mich trägt das nochmal eine ganze Menge zu der Art Journal Seite mit dabei. Dann habe ich zum Beispiel diese Seite hier, die eigentlich sehr simpel ist. Aber ja, Chaos, sei einfach du selbst. Wie gesagt, es passt einfach zu mir. Dann habe ich hier zum Beispiel diese Art Journal Seite. Die hat mir auch nicht so gefallen, weil es irgendwie so nach Basketball aussieht. Und mit Basketball kann ich halt leider überhaupt nichts anfangen. Und das sollten ja eigentlich so Planeten sein, halt so Hoffnung und Träume und so. Und deswegen, ja, habe ich da noch die Sticker dazu geklebt. Ich finde, das hat es ein bisschen besser gemacht, die Art Journal Seite. Dann das war ja eigentlich auch ein Fail. Da hatte ich einfach mal was probiert. Aber ich muss sagen, mit den Stickern dazu sieht das irgendwie gewollt aus, dieser Stil. Also das heißt, mir gefällt diese Art Journal Seite. Obwohl es ein Fail ist, gefällt mir inzwischen besser. Kann halt sein, dass der ein oder andere Spruch
von diesen Stickern hier dabei ist, der nicht im finalen Stickersheet gelandet ist. Wie gesagt, ich habe mich natürlich ein bisschen ausprobiert. Dann habe ich hier zum Beispiel noch so ein kleines Schildchen dazu geklebt. Willkommen im kreativen Wunderland. Hier, das war auch eine Seite, wo ich eigentlich nicht so mochte, weil das einfach sehr komisch aussieht vom Zeichenstil. Aber trotzdem, ja, ich finde, das ist mit den Sprüchen dazu irgendwie besser. Ich kann es nicht ganz erklären, aber irgendwie gefällt es mir besser. Vielleicht, weil die Seite dadurch dann so eine Aussage bekommt. Keine Ahnung. Dann die Artjournal-Seite, da ist jetzt kein Spruch drauf. Aber ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich habe hier die Zahlen-Schablone im Hintergrund benutzt. Also ich finde diese Zahlen- und Buchstaben-Schablone, ich finde, die lassen sich einfach total toll benutzen. Hier habe ich nochmal ein Beispiel. Das war ja eigentlich auch nie fertig. Normalerweise sollte das Ganze noch ein bisschen mehr Kontrast bekommen. Aber ich habe irgendwie nie die Zeit gefunden und auch nie die Lust gehabt, daran nochmal was zu arbeiten. Und dann habe ich einfach, ja, komischerweise, jetzt wo die Sticker drauf sind, sieht die Seite viel mehr fertig aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. An die Seite, da bin ich auch so stolz drauf. Ich habe es schon öfters mal im Stream gesagt, dass die Seite eigentlich nie fertig war. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wie die früher ausgesehen hat. Ich wollte da diese Blumenberge malen, keine Ahnung, und bin aber nie fertig geworden, weil das so ein ewiges Gefriemel war. Und ich habe die Seite jetzt endlich fertiggestellt und ich bin da so glücklich drüber, wie die rausgekommen ist. Ich mag das sehr gerne. Ich habe dann hier hinten mit Handlettering oder mit Brush Handlettering Hidden Beauty geschrieben. Ich dachte, das passt einfach irgendwie dazu. Und hier auch nochmal ein paar von diesen Sprüchen-Sticker. Und das waren auch schon die Beispiele im Art Journal. Ich habe auch noch ein paar Tags gemacht in den letzten Tagen. Und die mag ich auch unheimlich gern. Da habe ich mich jetzt mal ein bisschen mehr auf die neuen Produkte fokussiert. Und zwar haben wir hier einmal den Tag, wo ich die Sternenschablone benutzt habe. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Da habe ich einfach mit einem weißen Stempelkissen und einem Schwämmchen diese Sterne über die Aquarellfarbe getupft. Und ich finde, das sieht wirklich richtig cool aus. Natürlich dezenter, aber das soll es ja auch. Es soll ja auch nicht so krass hervorscheinen. Und dann halt noch die Sprüche dazu. Fand ich sehr süß. Dann hier das Einhorn wieder. Wie gesagt, das gibt eine kleine Preview dazu, was in Bälde kommen wird. Da habe ich mich vor allem auf die Wolkenschablone konzentriert. Also die Sternenschablone hat ja diesen Wolkenrand. Und damit könnt ihr richtig cool so einen Wolkenhintergrund machen. Ich mag diese Technik unheimlich gern und das wollte ich schon immer mal umsetzen. Aber ich fand es eine Verschwendung, eine komplette Schablone nur für die Wolken zu machen. Deswegen fand ich das ganz cool, diese beiden Motive in einer Schablone zu vereinen. Dann hier seht ihr nochmal ein Beispiel für No-Line Coloring, was ihr mit den Digi-Stamps machen könnt. Da habe ich auch wieder den Eisbären mit ganz hellgrauen, also mit ganz hellen grauen Outlines ausgedruckt auf Aquarellpapier und das Ganze dann mit den Six angemalt, also mit meinen Aquarellstiften. Und das sieht wirklich aus, als hätte ich das so direkt selber drauf gemalt. Ich finde das richtig cool, den Effekt. Gefällt mir sehr gut. Ja, und der Hintergrund ist halt eine ältere Schablone. Das ist meine Schmetterlingsschablone. Aber die mag ich so gerne. Deswegen wollte ich die ganz gerne hier mal wieder verwenden. Dann habe ich hier den Blätterwald, also die Blätterwald-Schablone. Wie gesagt, man kann das ja sehr vielseitig anwenden oder interpretieren, die Schablone. Und zwar habe ich da einmal das Ganze in diesem dunkleren Lila-Ton schabloniert, also mit einem Schwämmchen und mit Distress Ink. Und dann habe ich die Schablone so ein bisschen versetzt. Vielleicht kennt ihr ja die Technik. Und dann nochmal mit weißer Stempelfarbe drüber getupft mit einem Schwämmchen. Und ich finde den Effekt richtig cool. Das sieht auf jeden Fall so aus. Dann habe ich hier im Hintergrund die Rosenschablone genommen. Ich mag die Rosenschablone auch unheimlich gern. Und wie ihr seht, könnt ihr diese Sticker auch anmalen. Also das ist einfach Distress Ink oder beziehungsweise, nee, ich glaube, das sind Six. Und hier bei dem Einhorn habe ich das mit Distress Ink angemalt. Also die sind auch ja quasi kolorierbar, die Sticker, was ich sehr cool finde. Das heißt, man kann das nochmal farblich anpassen, wenn man jetzt nicht diesen reinen weißen Look von den Stickern mag. Und schließlich, last but not least, habe ich nochmal meine Layering-Schablone, Layering-Stencil ausprobiert mit diesen Flecken. Ich dachte, das passt vielleicht zur Kuh auch ganz gut, auch wenn die Farbe jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt ist. Aber ja, auf jeden Fall sieht das Ganze so aus und
Das sind also die Tags, die in letzter Zeit entstanden sind. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, welcher davon euer Favorit ist. Also ich mag den hier ja am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ihr Lieben, und das war dann auch schon mein Craft-Update. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefallen die Produkte. Sehr gerne könnt ihr mir natürlich jederzeit auch Feedback dalassen, was ich vielleicht verändern könnte oder was ich irgendwie auch ja, Neues machen könnte. Wie gesagt, seid gespannt auf das, was hoffentlich in ein paar Wochen dann kommen wird. Da wird noch mal was kommen, aber das seht ihr dann. Und damit wünsche ich euch selbst ganz viel Spaß beim Kreativsein und habt eine schöne Woche noch. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.